Okay, liebe Leute, im folgenden Video möchte ich euch noch ganz kurz ein paar Sachen zum Thema AirPods in der neuen Edition erklären, die gestern im Entwicklerstream ja angekündigt wurden. Aber ganz vorsichtig sein, ich kann einige Sachen nicht hundertprozentig sagen, weil die sich manchmal auch so komisch ausdrücken und scheinbar selber nicht hundertprozentig manchmal wissen, wie zum Beispiel die Übernahme cross-plattformmäßig funktioniert. Was er aber auf jeden Fall gesagt hat im Stream ist, dass in den neuen 2024 Editionen keine neuen AirPods drin sein werden, die nicht schon im 2020 auch drin waren. Ja, man hatte sich entschieden, da durch die ganzen World Updates jetzt so viele handgecraftete AirPods dazugekommen sind, erstmal keine neuen zu machen und sich erstmal darauf zu konzentrieren, die Ressourcen anderweitig zu benutzen. Und deshalb werden die Flughäfen in den Editionen identisch sein wie die Flughäfen in den Editionen des 2020. Das heißt, ihr bekommt in der Deluxe-Edition vom 2024 auch Amsterdam, Kairo, Cape Town, O'Hare und Madrid Barajas, oder ja, so wird es glaube ich ausgesprochen, Barajas dazu. Und in der Premium Deluxe Edition bekommt ihr auch im 2024 Denver, Dubai, Frankfurt, Heathrow und San Francisco. Das sind also identische AirPods wie im 2020. Zusätzlich hat er jetzt noch gesagt, dass eigentlich das gleiche gilt wie für Flugzeuge. Das heißt, wenn ihr im 2020 eine Edition habt und ihr habt dann diese 5 zusätzlichen oder 10 zusätzlichen AirPods, dass ihr die auch im 2024 bekommt, wenn ihr nur die Standard Edition dort kauft. Das hat er so eindeutig gesagt. Ja, das ist das gleiche wie mit den Flugzeugen. Was jetzt für mich immer noch nicht hundertprozentig eindeutig klar ist, weil ich einfach das Gefühl habe, dass sie manchmal selber nicht genau wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert, ist, ob das Ganze auch gilt, wenn ihr zum Beispiel den 2020 in der Deluxe oder Premium Deluxe Edition auf dem oder im Microsoft Store gekauft habt und ihr jetzt zu Steam wechselt, ob das auch übernommen wird oder ob hier die gleiche Einschränkung wie bei den Marktplatzeinkäufen gilt. Er hat es so ausgedrückt, dass das unabhängig von der Plattform ist. Ich würde mich da momentan aber noch nicht so 100% drauf verlassen. Und wenn ihr sicher gehen wollt, dann müsst ihr entweder noch mal ein bisschen gucken, ob ihr eine andere Quelle findet, die euch das hundertprozentig sicher sagen kann. Ich habe noch keine hundertprozentig sichere Aussage gefunden, der ich wirklich auch vertraue, sagen wir es mal so. Oder ihr wartet noch ein bisschen, bis wir das wirklich noch mal 100% verifizieren können, ob diese Übernahme auch cross-Plattform gilt. Ja, von Store zu Steam oder von Steam zu Store. Und ansonsten, die Frage wird auch kommen, ob die AirPods dann geupdatet werden. Das hat er auch gesagt. Ja, natürlich werden die AirPods angepasst, sodass sie auch in 2024 funktionieren. Ja, also da braucht sich keiner Kopf machen, dass diese zusätzlichen AirPods dann plötzlich nicht funktionieren. Ja, die werden so gut wie alle AirPods, die handgecraftet sind, auch aus den World Updates überarbeiten, dass sie natürlich alle auch in 2024 funktionieren. Gut, liebe Leute, das sollte auch schon gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht so ein klein bisschen geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.